Herzlich willkommen, Whisky-Freunde, beim Video zum Tomatin 30 Jahre von TWC. Der Sieger der Abstimmung, die ich gemacht habe, und zwar ging es ja um, wie gesagt, den Tomatin 30 Jahre, um einen Highland Park und um den Mystery Isler. Der Tomatin hat knapp gewonnen. Der Mystery Isler ist nach Auszählung der Stimmen nur knapp hinten dran. Der HP, also der Highland Park, hat keine Stimme bekommen. Hat mich ein bisschen gewundert, dass Highland Park gar keine Stimme bekommt. Normalerweise Highland Park interessiert die Leute. Die Gründe dafür, ich weiß es nicht. Ja, ich habe mich entschieden, den Tomatin logischerweise zu machen. Der hat die Abstimmung ja gewonnen. Und dann das nächste Video wird dann der Mystery Isler sein, weil ich doch noch ein paar Anfragen gekriegt habe, ob ich den nicht trotzdem vorstellen könnte, was ich natürlich mache, weil ja, es ist ein interessanter Malt. Aber heute geht es um den Tomatin. Viel Spaß! So, heute geht es um den Tomatin von TWC, der Whisky Cask. Wir haben hier 57,1%, ziemlich heftig für einen 30-Jährigen. Kann man sicher auch mit Wasser spielen, das ich bereits hier vorbereitet habe. Bourbon Cask 1988. Tja, Tomatin, eine Brennerei, die ich selber nicht so auf dem Schirm habe. Ich habe auch keine Flaschen hier von Tomatin. Ist eine Highland-Brennerei, 1897 gegründet. Ich hatte, glaube ich, zwei Standards schon mal im Glas. Und sonst eigentlich sehr selten, bis gar keine. Also ich habe keine Referenzwerte. Ich gehe jetzt hier rein vom Fass her an den Whisky ran, Bourbon Cask. 30 Jahre, da erwarte ich helle Früchte, viel Honig, denke auch Holz dürfte schön dabei sein. Ja, probieren wir ihn zuerst einmal pur, schauen wir, was mit Wasser sich da noch machen lässt, falls er das überhaupt verträgt. Die Farbe ist strohgelb, wir können es hier schnell zeigen, ich hoffe, man sieht es wieder einigermaßen. Ja, die Nase ist sehr, sehr, sehr fruchtig in Richtung Birne und Apfel. Der Alkohol, ja, ist bemerkbar in der Nase, aber nicht stechend. Etwas Toastbrot. Eine leichte saure Note, eine leichte Säuerlichkeit ist spürbar. Ja, jetzt kommt viel Vanille. Auch Karamell, ein bisschen verbranntes Karamell, schon fast ein bisschen zu viel. Auch Holz, auch die Eiche macht sich in der Nase schon bemerkbar. Honig ist auch da. Aber jetzt so ein Birnenmus. So, Äpfel gehen ein bisschen in den Hintergrund. Ja, und die Birne, eine schöne Williamsbirne, setzt sich im Moment durch. Auch ein bisschen, ja, die Nase wird etwas kühl. Ich glaube, ich muss den dann mit ein bisschen Wasser verdünnen. Aber probieren wir erstmal einen Schluck. Ja, jetzt schön die Birne auch im Mund, die Williamsbirne, Holz. Ja, jetzt merkt man die 30 Jahre im Fass. Das Holz belegt den Mund, trocknet den Mund ein bisschen aus, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Er ist sehr ölig, cremig, ja, etwas Fatsch. Ja, jetzt auch ein bisschen frisch geschnittenes Gras.
so der ganzen Birnengeschichte. Ein grüner Apfel. Eine wunderschöne Nase. Sehr harmonisch. Ja, der Honig ist auch, wird immer stärker. Der Abgang ist lang. Eine schöne, eine leichte, belegte Zunge habe ich jetzt. Die Trockenheit, die Süße bleibt im Mund zurück. Die Eiche ist auch da. Hat schon ein bisschen was abgekriegt von der Eiche, aber noch nicht zu viel. Ich tue jetzt mal 2-3 Tropfen dazu. Mal schauen, wie er sich jetzt verhält. Der Alkohol, es geht, man kann ihn gut so trinken. Das Alter hat den Alkohol ein wenig entschärft. In der Nase hat man ihn anfangs ein wenig gespürt. Jetzt ja, jetzt im ersten Moment keine signifikante Veränderung. Der Malt übrigens schon etwa ca. 5 bis 10 Minuten im Glas. Ja, Wasser bringt keine großartige Veränderung. Das Gras ist etwas stärker. Etwas Sauerampfer. Ich denke, das ist auch die säuerliche Note, die er ein wenig hat. Die Birne, die Williamsbirne bleibt. Das Vanille, ein bisschen Crème Brûlée. Der Karamell bleibt auch leicht angebrannt. Ja, das war die drei Tropfen, haben jetzt nicht wahnsinnig was gebracht. Für mein Empfinden ist das Gras ein bisschen stärker geworden, aber sonst. Ja, vielleicht ist das jetzt nur eine Einbildung, aber ich habe das Gefühl, durch die drei Tropfen Wasser wird er ein bisschen holziger im Mund. Ganz, ganz feine Bitterkeit. Der Honig etwas stärker geworden. Auch jetzt im Mund ein bisschen diese Grasigkeit, dieses frisch geschnittene Gras. Die Birne ist immer noch da. Ja, Eiche, Trockenheit ein bisschen. Und wieder etwas Fatsch, das zurückbleibt. Ja, ein schönes Bourbon Cask, wie ich es mag. Zwischendurch blitzen auch wieder frische Aromen auf, die das Alter nicht so vermuten lassen, aber im Großen und Ganzen, ja, man spürt, ah, jetzt schöner Traubenzucker. Eine richtig schöne Traubenzuckernote. Ja. Er hat schon eine leicht bittere Note drin, ja. Das mag ich jetzt selber sehr. Für andere vielleicht schon ein bisschen too much. Ja, Tomatin selber ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu bestätigen, ob hier der Brennereicharakter schön durchkommt, weil ich kenne den Brennereicharakter nicht von Tomatin. Es ist auf jeden Fall ein schöner Bourbon Cask Whisky. Birne, Apfel, Vanille, Karamell, Fatsch, ein bisschen geschnittenes Gras, erinnert mich an einen Tamdu, den ich habe, aus demselben Jahr, glaube ich sogar. Ja, auch ein 88er, ein 25-jähriger Tamdu von The Old Malt Cask. Der hat auch so eine schöne, frisch geschnittene Grasnote drin, wie der hier. Erinnert mich ein bisschen an den, obwohl der hier süßer ist. Der ist von der Frucht, von der hellen Fruchtnote stärker, süßer. Und hat mehr Vanille drin. Vor allem dieses Crème Brûlée. Ja, schönes Teil. Ich habe im Sample noch ein bisschen was übrig. Ja. Holz hat er auf jeden Fall. Für mich im positiven Sinne, für andere wird das vielleicht schon ein bisschen, wie gesagt, too much sein. Eine leichte Bitterkeit, eine leichte Trockenheit. Wunderschöner Malt, 30 Jahre, mit ziemlich Bums dahinter. Ich werde dann mit dem Rest vom Sample, denke ich, noch ein bisschen mit Meerwasser probieren, ob das was bringt. Die Tendenz ist aber eher pur trinken bei dem. Das mit der Nase verschwindet dann.
Der Alkohol sticht nicht, aber man spürt ihn. Kann man aber auch gut ohne Wasser trinken. Ja, das soll es gewesen sein zum Tomatin von TWC, 30 Jahre, 1988. Bourbon Cask 57,1%. Ein wirklich schönes Sample, das ich gekriegt habe. Erinnert mich ein bisschen an den Tamdu 1988 von die Old Mall Cask, den 25-jährigen. Hat aber ein bisschen mehr Bitterkeit. Dafür ist die Nase und der Mund etwas süßer. Ja, der nächste Video, Mystery Isla. Ich hatte schon ein bisschen dran gerochen an dem Sample. Meine Einschätzung, was das sein könnte, ist für mich klar. Werde ich dann im Video noch andeuten. Ich weiß es natürlich nicht, aber rein die Nase sagt mir eine bestimmte Destillerie voraus. Wir werden sehen. Bis zu diesem Video, eine schöne Zeit. Genießt die Woche und bis dann. Ciao und bis bald.